Hallo zusammen, es ist komisch mit der Kamera hier zu filmen, weil das ist normalerweise die Kamera von meinem anderen Kanal und hier nehme ich ja immer die Vlog-Kamera. Problem ist, ich möchte heute ein paar Kommentare von den letzten Videos hier so ein bisschen bündeln. Finde ich eine wichtige Sache. Was geht's eigentlich heute? Ihr habt schon in der Unterschrift gelesen, Vitamin D3 Update. Und ich habe ja gesagt, ich lasse euch teilhaben an meinem Prozess. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, weil wir schlicht und ergreifend von unserer Gesellschaft nicht aufgeklärt werden. Es gibt nicht viele Ärzte. Einer davon ist der Dr. Raimund van Helden. Ich glaube, ihr habt das Video von der Rohen Energie gesehen. Da gab es ein Interview, das, glaube ich, irgendwie weitergeht. Er ist ein super cooler Typ, muss ich wirklich sagen. Also er hat echt ein Fachwissen drauf, das ist krass, ja. Und er hat dir selber erzählt, dass er da ja auch keinen Background hatte, sondern er hat einfach Vitamin D an seine Patienten gegeben und entweder gab es ein positives Feedback oder es gab kein positives Feedback. Aber meistens gab es das eben. Ich habe das Buch hier vor einiger Zeit jetzt gelesen gehabt, das ist echt wichtig, weil gerade wir durcheinander gebracht werden. Also man will nicht, dass wir anständig versorgt sind mit Vitamin D, weil wer anständig versorgt ist mit Vitamin D, der ist zu gesund für unsere Gesellschaft und die Pharmaindustrie will das natürlich nicht. Ich wurde auch jetzt auch das ein oder andere Mal darauf hingewiesen, zeig mal nochmal dein Präparat, was du nimmst. Also ich werde oft auch auf Facebook angeschrieben. Ich bin total übermüdet, deswegen mache ich dieses Video, weil eigentlich darf sowas nicht passieren, wenn du Vitamin D nimmst. Ja, also ich weiß nicht, was gerade im Moment bei mir los ist, aber es ist los. Und ich habe eine kleine Vermutung und möchte die heute in diesem Video loswerden. Falls ihr Ahnung habt, schreibt mir bitte unten in die Kommentare, ob das sein kann. Also, das ist mein Präparat, das ist das Vitamin D, ich habe mir ein großes gekauft und das ist das K2. Von dem K2 brauchst du ja immer nur 3 Tropfen und ich bin heute zum ersten Mal auf 10.000 gegangen, weil ich rumkränkle. Das ist für mich auch eine Sache, die ein Merkmal ist, dass gerade was nicht stimmt. Gut, man muss dazu sagen, wenn man sich jetzt das letzte Video von mir angeguckt hat, ich habe 42. 42 ist ein Wert, der okay ist für jemanden wie mich, der einen Anfangswert von 42 hat, ist es super. Ja, also hätte ich vor der Einnahme mit Vitamin D, also vor Oktober, hätte ich das messen lassen, hätte ich sicher irgendwo unter 10 gehabt. Es ist, habe ich jetzt auch gemerkt, ich habe euch ja auch immer wieder gefragt, was nehmt ihr? Wie kommt ihr damit klar? Wie sind eure Werte? Und durch das habe ich festgestellt, dass nicht jeder gleich auf die gleiche Menge Vitamin D reagiert. Und dann zusätzlich ist noch ein Punkt. Nehmt ihr Tabletten oder nehmt ihr Öl? Bei den Tabletten ist es so, das muss erstmal durch den Magen und so weiter. Bei dem Öl ist es so, das wird durch die Schleimhaut aufgenommen. Und das ist wesentlich cooler. Also ich kann es echt, gerade dieses Vita-B-Zeug, ich zeige immer das K2, gerade dieses Vita-B-Zeug ist einfach richtig, 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 richtig klasse. Schmeckt so orangig. Also ist überhaupt nicht schlimm. Und da gucke ich nach Möglichkeiten, dass ich habe ja angefangen, früher das ins Glas rein zu tun. Das sollte man ja nicht tun. Das ist auch so ein Punkt, wo relativ viel Vitamin D verloren geht, weil sich das dann natürlich am Glas festsetzt. Und man sollte lieber das Vitamin D entweder auf sein Brot drauf tun und es dann kauen wegen der Schleimhaut oder halt auf einen Löffel und es aber nicht sofort runterschlucken, sondern wirklich einmassieren so ein bisschen. Und dann wird es super gut aufgenommen. Trotz allem ist gerade bei mir irgendwas klar, also man muss sagen, momentan klappt es bei mir echt nicht. Wenn ich übermüdet bin, das ist überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Man muss im Moment sagen, ich mache eine Hyposensibilisierung. Ich bin noch 1,5 Monate beschäftigt mit dem Zeug. Und bei der Hyposensibilisierung ist es so,
dass das Immunsystem belastet wird. Klar, das Immunsystem muss was lernen und wenn dann jetzt irgendwie was anderes vorbeikommt, das schnappst du dir dann natürlich auf, was im Moment passiert ist. Und durch das, dass ich ja nur einen Wert von 42 habe, bin ich nicht ganz gesichert, was Bakterien und Viren betrifft, also Krankheiten, die so vorbeischleichen. Aber es ist schon besser, wie als wenn ich ja unterversorgt wäre. Es ist ein Wert, ich habe das im letzten Video gesagt, der okay ist. Okay ist aber nicht super gut. Jetzt hatte ich gestern dieses Interview gesehen von Ruhe Energie mit Dr. Raimund von Helden. Und da habe ich dann ja wieder so einen Hinterkopf geholt, dass ich halt doch so auf die 80 möchte. Durch das, dass ich chronische Krankheiten habe, möchte ich ja schauen, welche Auswirkungen das Vitamin D auf die chronischen Krankheiten hat. Sprich, ich will ja in den doppelten Bereich reinkommen. Ich bin ja jetzt bei 42 und möchte in den doppelten Bereich reinkommen. Ich befürchte, dass ich im Moment nicht mal bei 42 bin. Weil, jetzt kommt's, habt ihr da Ahnung davon? Ich mache ja gerade eine Darmreinigung und ich habe die Befürchtung, dass ich die Heilerde zu früh eingenommen habe. Also bei der Heilerde steht ja zum Beispiel dabei, dass wenn man Medikamente nimmt, dass man die getrennt voneinander nehmen soll, ich glaube eine halbe Stunde oder so, weil die Heilerde das ja dann schon den Wirkstoff aufsaugt und dann wird er vom Körper nicht mehr aufgenommen sozusagen. Und ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass die Heilerde mir auch so ein bisschen Wirkung vom D3 geklaut hat. Ich meine, ist jetzt kein Problem. Ich mache jetzt so weiter. Ich nehme die Heilerde jetzt eh nur noch bis, ich glaube, Ende der Woche oder so, dann ist es weg. Also von dem her ist es in Ordnung. Und dann geht es bei mir nicht ganz normal weiter, dann mache ich eine Darmsanierung. Aber ich bleibe jetzt erstmal bei den 7 Tropfen, weil ich einfach gemerkt habe, ich kränkle. Ich habe seit ein paar Tagen einfach so Erkältungssymptomatik. Und gestern hatte ich dann auch ganz, 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 ganz starke Kopfschmerzen. Nicht gut. Das sind Sachen, die ich eigentlich bis dato nicht mehr hatte. Und jetzt kommt es halt auch, warum ich übermüdet bin. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, ich konnte nicht mehr einschlafen. Ich konnte nicht mehr einschlafen und jetzt habe ich den Salat und mache den ganzen Tag schon irgendwelchen Mist und suche Sachen, weil ich nicht richtig gucke und total unkonzentriert bin. Wir sprechen jetzt mal kurz über ein paar Kommentare, die ihr mir gegeben habt unter den Videos. Ganz, 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 ganz wichtig, gerade unter dem letzten Video. Und ich würde einfach mal sagen, wir legen los. So. Da haben wir die Miss Lilari. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich jetzt deinen Kommentar vorlese, weil ich finde den relativ wichtig. Ich habe vor 3 Jahren begonnen, die 3 einzunehmen. In den Wintermonaten mache ich seitdem immer eine Kur. Ich bin viel seltener krank und habe keinen Haarausfall mehr. Also es sind halt wirklich so Kleinigkeiten, die sich auflösen. Das muss man einfach bedenken. Es sind so Alltagskrankheiten wie Magenschmerzen, Kopfschmerzen, auch Haarausfall. Also ich habe schon einiges gehört jetzt von euch. Rückenschmerzen zum Beispiel, die Muskulatur. Ist halt für mich im Moment auch so ein Merkmal, dass irgendwie irgendwas mir das Vitamin D entzogen hat, da ich wieder Muskelschmerzen habe. Die Carlotta hat geschrieben, super, ja, ich nehme auch seit geraumer Zeit Vitamin D. Du hast mir dabei sehr geholfen, mich dafür zu entscheiden. Das ist natürlich immer eine richtig coole Sache, wenn ich sowas dann von euch gesagt bekomme, weil ich wurde auch angesteckt. Man kann nicht erwarten, dass die Ärzte uns in der Hinsicht gut aufklären. Ihr müsst euch mal das Interview angucken. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es euch unter dem i. Und da sagt Dr. Raimund von Helden nochmal, die Ärzte lehnen das ab. Alles, was mit Ernährung zu tun hat, wird abgelehnt. Ja? Er hat da schon x Vorträge gemacht und dann sind eine Handvoll Kollegen gekommen. Ja? Das wird abgelehnt, schlicht und ergreifend. Und selbstverständlich auch von verschiedenen Kollegen schlecht gemacht. Was ich total fahrlässig finde. Die Manuela L. schreibt,
Hallo, meine Liebe, ich freue mich für dich, dass dein Wert so recht passabel ist und für dich so passt. Ich bin auch eine Kopfschmerzpatientin und habe mich gewundert, warum es mir seit geraumer Zeit noch um einiges besser geht. Meinst du, es könnte mit der Einnahme von D3 zusammenhängen? Zeitlich würde es passen. Ich danke dir für deinen Tipp. Liebe Grüße. Die Sache mit den Kopfschmerzen ist tatsächlich so. Ich hatte, bevor ich D3 eingenommen hatte, musste ich regelmäßig Schmerzmittel nehmen. Ich habe jetzt gestern die dritte Tablette seit Oktober genommen, was immer noch in Ordnung ist. Und bei mir war es dann so, mir hat nichts mehr geholfen, außer Schmerzmittel. Und ich habe, glaube ich, vor kurzem erst wieder irgendwie gelesen, dass der Schmerzmittelkonsum in Deutschland echt bedenklich ist. Und das ist wirklich so. Aber würde da mal jemand dahinter kommen, dass es eigentlich mit dem Vitamin D-Spiegel zusammenhängt? Finde ich halt schon so ein bisschen riskant. Dann hatte ich noch einen kritischen Kommentar, wenn ich den jetzt finde. Das ist irgendwie ein bisschen komisch hier. Moment. Alles anzeigen. Jetzt wird er mir angezeigt. Ich zweifle den Wert trotzdem an, schreibt mir einer. Also ich kann nichts machen. Ich habe das an ein Labor geschickt oder schicken lassen und die haben mir das so ausgerechnet. Vor allem wegen deiner eigenen Einschätzung. Ich kann mich nicht richtig einschätzen. Ja, also ich habe ja keinen Vergleichswert, muss ich dazu sagen. Mit was soll ich denn vergleichen? Ich habe davor ja nichts genommen. Wegen deiner äußerst niedrigen Dosierung bei starkem Vitamin D-Mangel. Wir sind sehr verkrampft auf das, was man uns sagt. Und hier wird gerade im Social Media Bereich wird sehr viel sind für sehr viele Leute, die sagen, du musst das und das nehmen, das reicht. Erstmal ist es wichtig, was bei eurem Blutwert rauskommt. Das ist ganz wichtig. Fakt ist, 1000 reicht nicht. Das reicht definitiv nicht. Meistens ist es auch so, dass 2000 nicht reicht. Bei meiner Mutter ist es so, die hat über Jahre hinweg nur 1000 genommen. Ja, also sagen wir über Monate hinweg. Und hat dann sogar, weil sie gedacht hat, sie verträgt es nicht, hat dann angefangen, nur alle 2 Tage 1000 zu nehmen. Und ich dachte eigentlich, ihr Wert ist dermaßen im Keller. Aber sie hatte dann doch einen Wert von 30. Mein Arzt hat zu diesem Wert lapidar gesagt, er hat auch zu meinem Wert gesagt, der ist voll super. Mein Wert ist nicht voll super und die 30 erst recht nicht. Bei der 30, ich glaube, es war über 30. Bei der 30 ist halt die Kalziumaufnahme gegeben, ne? Mehr auch wieder nicht. Also es ist ganz, 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 ganz wichtig, dass wir selbstständig, was das Thema betrifft, vorgehen. Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und uns dann nicht auf die Ärzte verlassen. Die werden uns nicht beraten. Mein Arzt berät mich auch nicht. Das Einzige, was mein Arzt zum Vitamin D sagt, das ist wichtig. Das kann man nicht überdosieren. Nehmen Sie, das ist super. Das ist das Einzige, was mein Arzt zu dem Thema sagt. Weil ihr müsst euch bewusst werden, der Arzt will mit euch auch Geld verdienen, so krass es auch klingt, ja? Da hatte ich nämlich auch einen Kommentar dazu bekommen. Und zwar: Das Problem der Ärzte ist nicht nur, dass man Vitamin D nicht viel zu verdienen. Moment. Das Problem der Ärzte ist nicht nur, dass man Vitamin D, dass man an Vitamin D nicht viel zu verdienen. Nochmal. Das Problem der Ärzte ist nicht nur, dass am Vitamin D nicht viel zu verdienen ist, sondern vor allem, dass du als Kunde mit sehr gutem Vitamin D-Spiegel nicht mehr genug Umsatz bringst, vor allem weil dein Immunsystem besser ist, du seltener unter Schmerzen leidest und die Wahrscheinlichkeit für Depressionen ebenso wie für einige andere chronische Erkrankungen signifikant sinkt und deine Lebenserwartung steigt. Wenn das also jeder machen würde, entstünde dadurch ein erheblicher volkswirtschaftlicher Schaden. Ich weiß, das klingt sehr zynisch, aber Wahrheiten sind nicht immer angenehm. Und das ist halt auch wirklich so. Macht euch dessen bewusst. Das Gesundheitssystem tut alles. Das ist ja auch gerade bei meinem Lipödem so, dass
Gesundheitssystem und eure Ärzte wollen euch ja behalten. Und wenn ihr zu wenig zum Arzt geht, kann der ja nichts mehr mit euch verdienen. Und wenn das, wenn das wirklich jeder machen würde, dann hätten wir ein Problem in unserer Gesellschaft. Also wir nicht, wir Patienten wären ja dann keine Patienten mehr. Aber was würden die Ärzte, und die Pharmaindustrie machen, wenn wir nicht mehr krank sind und keine Medikamente mehr brauchen? Ich sehe es ja an mir. Seit Oktober nur 3 Schmerztabletten. Das war früher komplett anders. Also, vielleicht könnt ihr mir meine Frage beantworten, ob vielleicht das mit der Heilerde zusammenhängt, dass ich jetzt so, also man kann locker sagen, 3 Schritte zurückgegangen bin. Ich finde es gar nicht witzig im Moment. Ich bin total müde. Ich bin total chaotisch. Und naja, in diesem Sinne melde ich mich mal ab. Danke fürs Einschalten. Vlogmonster Ende.